4. November 1960. Im Greifswalder Botten versammeln sich Kriegsschiffe der Seestreitkräfte zu einem Flottenappell. Chef des Stabes, von Konteradmiral Heinz Neukirchen vorbereitetes Seezeremoniell besonderer Art mit großem Aufwand abrollen. Aus Berlin sind der neue Minister für nationale Verteidigung, Generaloberst Heinz Hoffmann, und der neue Chef der politischen Hauptverwaltung, Admiral Waldemar Ferner, eigens angereist. Für Konteradmiral Wilhelm Ehm ist dies ein entscheidender Höhepunkt in seiner Funktion als Chef der neuen Volksmarine. Generaloberst Heinz Hoffmann verkündet vor den angetretenen Mannschaften und Offizieren den Beschluss der Namensänderung von Seestreitkräfte in Volksmarine. Nationale Verteidigungsrat und der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik auf Vorschlag des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland beschlossen, den Seestreitkräften den ehrenvollen Namen Volksmarine zu verleihen. Der stolze und verpflichtende Name Volksmarine wird Ihnen an dem Tag verliehen, an dem vor 42 Jahren die roten Matrosen die Flamme der Novemberrevolution entfacht und gemeinsam mit den rebellierenden Arbeiter und Soldaten in wenigen Tagen über ganz Deutschland getragen haben. Das Symbol des ruhmreichen Kampfes der revolutionären Matrosen war die vom Blut gefallener Arbeiter gedrängte rote Fahne. Rot mit dem Zeichen der Arbeit am Bauernmacht wird auch die neue Dienstflagge sein, unter der ab heute die Einheiten und Verbände der jungen Volksmarine ihren Dienst zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik ausüben werden. Nach Verkündung des Beschlusses wird auf den Einheiten der Volksmarine die neue Dienstflagge gehisst. Salutschüsse des Flaggschiffes eröffnen die Flottenparade der neuen Volksmarine. In langer Kiellinie laufen die Einheiten eben an ihrem Befehlshaber Konteradmiral Ehm vorbei. Erstmals erscheint hier im Vorbeiflug eine Hubschrauberkette der Maschinen des Typs Mi-4. Diese gehören allerdings zu dieser Zeit noch den Luftstreitkräften der NVA. Ich beglückwünsche Sie, Genossen der Volksmarine! Thank you.
geht das Herz auf, wenn man die Bilder sieht. Da kam mir der Gedanke, mal zu fragen, wer an der Flottenparade teilgenommen hat. Ich möchte bitte den Arm heben. Einem Hauptvortrag, Volksmarine, ein Ehrenamt. Sehr geehrter Genosse Armeegeneral Kessler, werte Genossen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ein historischer Anlass hat uns, Vertreter aller Teilstreitkräfte der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR, besonders der Volksmarine, und Sympathisanten hier zusammengeführt, um uns an ein wichtiges Ereignis unserer Armee, der Nationalen Volksarmee, zu erinnern. Am 3. November, Nationalen Volksarmee, auf Beschluss des Nationalen Verteidigungsrates vom 19. Oktober 1960 durch den Minister für nationale Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik, Generaloberst Heinz Hoffmann, anlässlich des 42. Jahrestages des Aufstandes der Kieler Matrosen der Name Volksmarine verliehen. Gleichzeitig erhielt die Volksmarine eine Dienstflagge. Sie zeigt auf rotem Grund, der Farbe der Revolution, die Flagge mit den Symbolen der Deutschen Demokratischen Republik. Die rote Flagge hatten die revolutionären Matrosen als Signal zum Beginn der Revolution an die Masten ihrer Schiffe gesetzt. Die rote Flagge war auch das Symbol der Volksmarinedivision, der einzigen revolutionären militärischen Organisation während der Novemberrevolution in Berlin, nach der die Seestreitkräfte benannt wurden. Gleichzeitig erhielten die Matrosen und Mate das Mützenband mit der Aufschrift Volksmarine. Die Verleihung des Namens war Ehre und Verpflichtung. Sie demonstrierte überzeugend, dass die revolutionären Traditionen der deutschen Arbeiterklasse in der Nationalen Volksarmee eine würdige Heimstatt gefunden hatten. Deshalb aus Anlass der Namensverleihung Volksmarine fand auf dem Greifswalder Bodden, wie wir eben gesehen haben, eine Flottenparade statt, bei der die Schiffe und Boote die neue Dienstflagge der Volksmarine führten und die Matrosen und Mate die Tellermütze mit dem neuen Mützenband mit der Aufschrift Volksmarine trugen. Der Beschluss über die Verleihung des Ehrennamens Volksmarine wurde von den Angehörigen der Seestreitkräfte mit großer Freude aufgenommen. Sie bereiteten sich gründlich auf dieses Ereignis vor. Die Angehörigen der Führung der Nationalen Volksarmee und auch der Volksmarine kamen aus dem Volke. Sie hatten mehrheitlich am antifaschistischen Widerstandskampf teilgenommen, gegen Imperialismus und Militarismus gekämpft und vor ihrem Eintritt in die bewaffneten Organe in wichtigen Funktionen die Beseitigung der Trümmer, die das Hitlerregime hinterlassen hatte, organisiert. Das Offizierskorps entstammte der sozialen Herkunft nach vorwiegend der Arbeiterklasse. Vielfältig waren die Beziehungen der Dienststellen, Einrichtungen und der Schiffe und Boote zu Betrieben, Arbeitskollektiven, kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Städten und Gemeinden. Es wurden zahlreiche Patenschaftsverträge abgeschlossen. Gegenseitige Besuche an Feiertagen, die Hilfe bei der Lösung von Problemen wurden zu einer festen Tradition. Die Blaubusen waren gern gesehene Gäste und Helfer. Die Angehörigen der Volksmarine unterstützten aktiv die Volkswirtschaft. Wohl alle, die wir heute versammelt sind,
haben freiwillig teilgenommen an den Ernteschlachten in den Dörfern der Umgebung oder haben Steine gesammelt für den Molenbau des Rostocker Überseehafens. Aktiv arbeiteten Armeeangehörige in kommunalen Organen und in den Elternbeiräten. Sie hatten einen großen Anteil an der Gestaltung der Städte und Gemeinden. Wir haben das niemals als eine besondere Heldentat betrachtet. Das war für uns eine Selbstverständlichkeit. Das heute zu betonen, ist jedoch deshalb wichtig, weil durch Politiker und einige Geschichts- und Geschichtenschreiber, nunmehr auch Briefeschreiber, der Charakter der Nationalen Volksarmee als Armee des Volkes bestritten wird. Der Name Volksmarine bedeutet, in der Tradition der Volksmarine-Division zu stehen. Traditionen und Traditionspflege sind nicht wertneutral, sie sind klassengebunden. Die Nationale Volksarmee als bewaffnete Organisation des Staates der Arbeiter und ihre Verbündeten schöpfte ihre Tradition aus Ereignissen und Personen des Kampfes der Ausgebeuteten gegen Unterdrückung, aus dem Ringen um den Fortschritt, aus dem Kampf gegen Imperialismus, Militarismus und Faschismus. Die Pflege des Erbes der roten revolutionären Matrosen war ein Teil der Tradition der Nationalen Volksarmee. Die militärischen Traditionen der Nationalen Volksarmee wurden jedoch auch von den Kämpfern, bewaffneten Formationen und Wehrorganisationen geprägt, die im revolutionären Kampf der Arbeiterklasse hervorgebracht wurden. Dazu zählen die Schwierigsten. Da war für Seemannsromantik wenig Raum. Die Vorbilder der Angehörigen der Volksmarine wurden geehrt durch die Verleihung ihrer Namen an Schiffe und Boote sowie an Einrichtungen der Volksmarine. So erhielten die Küstenschutzschiffe Projekt 50 die Namen Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Liebknecht und Ernst Thälmann. Das erste Schulschiff den Namen Albin Köbis. Das zweite Schulschiff der Volksmarine erhielt den Namen des hervorragenden Arbeiterführers und Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck. Die Torpedoschnellboote trugen Namen antifaschistischer Widerstandskämpfer und die Raketenschnellboote wurden nach roten revolutionären Matrosen benannt. Die Lehreinrichtungen und Landeinheiten der Volksmarine wurden unter anderem nach antifaschistischen Widerstandskämpfern und Pionieren beim Aufbau der bewaffneten Kräfte der Deutschen Demokratischen Republik benannt. So mit den Namen Karl Liebknecht, Waldemar Ferner, Walter Steffens, Paul Blechschmidt, Johann Wesolekt, Richard Steimer und Karl Kittelmann. Es gehörte zur guten Tradition, dass neue Besatzungsangehörige mit dem Kampf der Namenspatrone vertraut gemacht wurden, dass Verwandte und Kameraden der Roten Matrosen zu besonderen Anlässen besucht oder eingeladen wurden und dass es regelmäßige Treffen mit Kollektiven gab, die den gleichen Namen trugen. Hoch zu bewerten ist auch der Anteil der Ehefrauen, Bräute und Familien, die gewollt oder ungewollt die Belastungen des Dienstes teilten. Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Volksmarine war die Hilfe durch die Sowjetarmee und Seekriegsflotte der UdSSR und die anderen Armeen und Flotten des Warschauer Vertrages, worauf Kapitän zur See außer Dienst Dr. Stillein eingehen wird. Zuletzt möchte ich die gute Arbeit der Kommandeure, Stäbe, Politorgane und andere Führungsorgane nennen, welche die Erfüllung der gestellten Aufgaben und die Achtung und die Sorgen um den unterstellten Personalbestand in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellten. Dabei wurden sie aktiv von den Partei-FDJ-Organisationen sowie der Gewerkschaft der Zivilbeschäftigten in der NVA unterstützt. Das war auch die Grundlage für die guten Beziehungen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Armeeangehörigen und den Zivilbeschäftigten der Volksmarine, die bis heute anhalten.
Das Verhältnis der Volksmarine zu den anderen Teilstreitkräften oder den Grenztruppen der DDR war gekennzeichnet durch große Anstrengungen bei der gemeinsamen Erfüllung der gestellten Aufgaben, Hochachtung, Hilfsbereitschaft und Erfahrungsaustausch. Jeder konnte sich auf seinen Partner bei der anderen Teilstreitkraft verlassen. Die Entwicklung der Volksmarine ist vor allem mit ihrem langjährigen Chef, Admiral Dr. Ehm, verbunden. Er hat sie wesentlich geprägt. Mit einer kurzen Unterbrechung führte er sie von 1959 bis 1987. Er arbeitete zielstrebig, stellte hohe Forderungen und hatte ein Herz für seine Unterstellten. Im In- und Ausland genoss er großes Ansehen. Seit der Schaffung maritimer Kräfte der Deutschen Demokratischen Republik versahen in ihnen etwa 200.000 Männer und Frauen ihren Dienst. Sie alle haben Anteil an ihrer erfolgreichen Entwicklung. Viele von ihnen haben ihr Leben für immer mit der Volksmarine verbunden. Andere nahmen eine erfolgreiche Entwicklung im zivilen Sektor und bekleideten wichtige Funktionen. Die Liebe zur See ist den meisten geblieben. Heute wird oftmals die Frage gestellt: Hatte es einen Sinn? Es hatte einen Sinn. Unsere Lebensleistung besteht darin, in einer Armee gedient zu haben, deren Soldaten aufgrund der auf die Erhaltung des Friedens gerichteten Politik der Deutschen Demokratischen Republik niemals Krieg führte. Ihr Auftrag bestand darin, durch hohe Gefechtsbereitschaft gemeinsam mit den anderen Armeen der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages dafür zu sorgen, dass Frieden ist. Dafür haben wir und unsere Familien so manche Härte und Entbehrung auf uns genommen. Ich habe die Hoffnung, dass nachfolgende Generationen das in gebührender Weise anerkennen und dass es als eine wichtige Tradition in die Militärgeschichte Eingang findet.